Du hast eine berufsbildende höhere Schule abgeschlossen und möchtest nun studieren? Es kann sein, dass du am Anfang des Studiums schneller vorankommst, als du denkst. Durch die Ausbildung an einer BHS hast du schon einiges gelernt, was dir für ein Studium anerkannt, also sozusagen gut geschrieben werden kann. Das passiert allerdings nicht automatisch. Man muss dazu ein Ansuchen stellen. Außerdem ist es wegen der vielen Kombinationsmöglichkeiten von BHS-Formen, Hochschulen und Studien gar nicht so einfach, pauschal zu sagen, wem was wie angerechnet wird. Alles läuft unter dem Begriff Berücksichtigungsmöglichkeiten. Es geht um Überschneidungen zwischen den berufsbildenden höheren Schulen und dem tertiären Sektor, also Universitäten und anderen Hochschulen. Erstmal zur Frage, wo dein BHS-Wissen berücksichtigt werden kann. In Tirol und Vorarlberg sind das neben der Universität Innsbruck und der Medizin-Uni die FH Kufstein Tirol und die FH Vorarlberg, die Pädagogische Hochschule Tirol und die Kirchlich-Pädagogische Hochschule Edith Stein, die UMIT in Hall, das Management Center Innsbruck und die FH Gesundheit. Und was bringt dir jetzt diese Berücksichtigungsmöglichkeit? Nun, entweder kannst du direkt zu einer Prüfung antreten, ohne die Lehrveranstaltung besuchen zu müssen. Oder dir wird eine komplette Lehrveranstaltung anerkannt, ganz ohne Prüfung. Es kann sogar sein, dass es so viele Überschneidungen gibt, dass du in einem Fach ein ganzes Semester überspringen kannst. Es zahlt sich also in jedem Fall aus, sich genau zu informieren. Am einfachsten geht das über die Seite uibkac.at Studium Anerkennungen. Dort siehst du, welche Dokumente man braucht, wo man den Antrag hinschicken muss und welche Stellen die Angelegenheit durchläuft. Das Wichtigste jedoch ist, auf der Seite kannst du nachschauen, welches Vorwissen für welches Studium schon einmal bei jemand anderem berücksichtigt wurde. Du hast zwei Suchoptionen, entweder nach Bildungseinrichtung oder alphabetisch nach Studien. Schauen wir uns zwei Beispiele an. Im ersten Beispiel nehmen wir an, du hast gerade deinen Abschluss an der HAK gemacht und entscheidest dich, europäische Energiewirtschaft an der FH Kufstein Tirol zu studieren. Ein Blick auf die Liste unter uibkac.at Studium Anerkennungen sagt dir, dass HAK-Absolventinnen in den Fächern Rechnungswesen und BWL direkt ins zweite Semester einsteigen können. Nach dem Beginn des Studiums in Kufstein gehst du eigenständig mit dem Antrag, deinem Maturazeugnis und einer Kopie davon zur Studiengangsleitung. Du hast bis maximal 7 Tage nach Beginn der betreffenden Lehrveranstaltung Zeit dafür. Die Anerkennung wird geprüft und wenn alles passt, bekommst du die Lehrveranstaltungen mit Credit Transferred im ersten Semesterzeugnis gutgeschrieben. Du siehst also, es gibt einiges zu beachten, aber es ist absolut machbar. Du musst nur den Stein selbst ins Rollen bringen. Nun noch ein zweites Beispiel. Du bist gerade mit der HTL fertig geworden und möchtest gerne an der Uni Innsbruck Bau- und Umweltingenieurwissenschaften studieren. Du schaust online nach und findest raus, dass du zu 3 Prüfungen direkt antreten kannst und dir zusätzlich einige Lehrveranstaltungen im Modul Soft Skills anerkannt werden. Nach der Zulassung zum Studium musst du die Berücksichtigung beantragen. Dazu brauchst du dein Studienblatt und das Zeugnis von der HTL. Dann reichst du dein Ansuchen um Anerkennung von Prüfungen im Prüfungsreferat ein. Nach der Bearbeitung erscheinen die Anerkennungen im LFU-Online-System, in dem alle deine universitären Leistungen gesammelt werden. Alle möglichen Kombinationen können wir dir jetzt natürlich nicht vorspielen, aber du findest sie, wenn du dich auf uibkac.at Studium Anerkennungen schlau machst. Kümmere dich darum, dass das Wissen, das du schon hast, auch berücksichtigt wird und komm so schneller voran im Studium deiner Wahl.